Hallo zusammen und ich grüße euch zu einem neuen Video, zu einer Herzensangelegenheit, nennen wir es mal. Und ich muss sagen, ich war selber ein bisschen überrascht, denn es wurde mir in Erinnerung gerufen, dass die Tortellini mit Käse-Sahne-Soße, mit ein bisschen Gemüse auch dabei, so ein Ding war, was ich früher unfassbar gerne gegessen habe. Ich habe es zufällig neulich, ich weiß nicht, warum ich es jetzt erst gesehen habe, vielleicht habe ich es sonst auch nicht wahrgenommen, ich habe zufällig neulich bei Edeka gesehen, gut und günstig. Ich glaube, wir haben das damals eher bei Netto Markendiscount gekauft, würde aber zu Edeka dazugehören. Und gibt es sicherlich in so einer Variante, auch in so einer Variation, meine ich, auch bei anderen Supermärkten. Aber so diese Tortellini-Käse-Sahne-Soße mit so ein bisschen Spinat und mit Füllung und dann eben die Gemüse, das sah optisch immer schön aus. Das war lecker, das war schnell zubereitet. Und deswegen möchte ich es euch in diesem Video hier vorstellen. 750 Gramm sind drin. Ich glaube, so 2,49 oder 2,79, so ungefähr hatte es gekostet. Ja, kann man in der Pfanne machen oder in der Mikrowelle. Wir haben es immer in der Pfanne gemacht, soweit ich weiß. Also, ich habe schon seit 15 Jahren nicht mehr gegessen oder 20 Jahren oder sowas. Deswegen freue ich mich jetzt hier sehr drauf. Also wir haben hier Tortellini, Käsesahne mit Ricotta, Bindestrich spinathaltiger Füllung mit Möhren und Brokkoli tiefgefroren. Und ich persönlich bin sowieso ein riesen Tortellini-Fan. Früher an einer Mensa-Essen, an der Uni, gab es so fast jeden Mittag immer irgendwelche Art von Nudeln. Aber am liebsten immer Tortellini, wenn sie nicht ausverkauft waren. Ruhr-Universität Bochum. Ja, ich will schon seit unzähligen Jahren ein Video dort machen, aus der Mensa habe ich noch nicht gemacht. Mein altes Mensa-Essen nochmal probieren. Tortellini mit vegetarischer Bolognese. Ich habe es schon öfter gesagt, die nämlich besser war als die normale Bolognese. Dazu dann Baguette mit Kräuterbutter und Käse obendrauf und manchmal ein bisschen Grünzeugs. Also jetzt auf den Nudeln und das war immer richtig gut. Ich freue mich sehr, sie euch zu zeigen. Lass uns einmal drauf schauen, was so drin steckt. Langsam kommt dann übrigens wieder die dunkle Jahreszeit. Ich habe gerade nur überlegt, ob ich auf den Balkon gehe, aber plötzlich fing es an zu regnen, wie aus Eimern. Deswegen müssen wir jetzt hier mit ein bisschen gedämpfterem Licht vorlieb nehmen. Also ihr seht es hier, ne, das ist drin, hauptsächlich natürlich Tortellini, aber es ist auch ein bisschen Gemüse dabei. Was ist genau drin? Wir haben 33% gefüllte Teigwaren mit Ricotta, dann haben wir Möhren, Brokkoli in Käse-Sahne-Soße, 22% Möhren, 16% Sahne, deswegen auch ziemlich lecker, 12% Brokkoli, Käse ist dabei, Spinat und auch nochmal Ricotta. Also der Ricotta-Anteil ist es natürlich nicht, wer weiß wie riesig, Ricotta ist so eine Art Frischkäse, aber so diese ganze Kombination von Sahne, Ricotta, Käse, das ist schon richtig schön, dass so eine cremige und auch vollmundige Angelegenheit ergibt. Hier habt ihr nochmal die Zutaten. Wir haben hier kein Aroma oder sowas drin, sondern wirklich nur das, was drin steckt. Sprich, der ganze Geschmack kommt von den Zutaten. Wir haben ja auch nichts drin, was irgendwie geschmacksverstärkend sein kann, wie Hefeextrakt und irgendein anderer Quatsch, sondern wirklich Sahne, Tortellini, Gemüse und dann halt Salz oder sowas in der Art. Und hier habt ihr die Nährwerte, Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß hier, falsch, ja, was soll man erwarten bei so einem Gericht? Zubereiten kann man es eben in der Mikrowelle oder in der Pfanne. Und ich werde das Ganze jetzt hier in der Pfanne machen mit Milch oder Wasser. Ich nehme immer so ein bisschen Milch, weil sonst habe ich das Gefühl, ich verdünne das Ganze. Und so ein bisschen Milch und dann in der Pfanne einmal garen. Ich habe jetzt hier den ganzen Beutel in eine Pfanne gegeben und jetzt seht ihr hier, was alles drin ist. Das hier sind jetzt die Soßen, Würfel, eigentlich sind es keine Würfel, sondern Soßen, gefrorenen Pralinen, sieht aus wie so eine Praline, findet ihr nicht? Also jetzt so, ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Jedenfalls Brokkoli und hier die Karotten, dann sieht das farblich nachher auch ganz schön aus, aber man sieht deutlich hauptsächlich hier eine soßige Angelegenheit mit den Tortellini. So sieht das jetzt aus, frisch aus der Pfanne und man sieht, die Soße, die ist jetzt natürlich eingedickt. Das kann man beeinflussen, je nachdem, wie lange man es kocht natürlich. Es ist jetzt hier nicht sonderlich viel Gemüse drin. Das habt ihr ja gerade auch gesehen. Aber ich finde, farblich sieht das einfach schön aus. Das ist jetzt hier, wie gesagt, leider ein bisschen duster. Deswegen sieht man das nicht so schön. Können wir mal gucken, ob ich hier irgendwie so eine Tortellini durchgeschnitten bekomme, dass man da irgendwie was von der Füllung sehen kann. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ah, hier doch, hier sieht man es jetzt. Ja, also da ist wirklich von dem Spinat was mit drin. Und dieser homöopathische Hauch von Ricotta. Mal wieder eins meiner Lieblings-TK-Gerichte. Von vor Ewigkeiten. Gucken, ob es mir immer noch schmeckt. Ich mag allein schon die Form von... Ich mag Tortellini einfach. Ist einfach super. Natürlich schön cremig. Tortellini haben sogar noch ein bisschen Biss. Also, die sind jetzt nicht irgendwie so Matsche oder so, der Teig selbst. Drumherum, wie gesagt, die Soße klebt überall dran. Ist ganz gut würzig.
Was ich daran sehr gerne mag, ist, die Karotten geben der Soße so ein leicht, ganz leichte Süße, so ein bisschen, meine ich mir zumindest einzureden. Auch der Brokkoli hat noch Biss. Das ist echt gut. Ist einfach, aber gut. So, jetzt gucken wir mal die Karotten. Da war ich zu gierig. Sorry. Also auch die lecker. Könnte so ein bisschen süßer sein für meinen Geschmack, um dem Ganzen noch mehr so eine leichte Süße zu geben. Aber einfach gut. Wenn ich nochmal so ein bisschen versuche, jetzt hier auf die Füllung zu achten. Pusten, ist angesagt. Ich dachte gerade, die Linse wäre dreckig. Also, die Füllung hat mir eher so eine leicht salzige Note. Da ist dann noch ein bisschen was Käsiges drin, aber weiß ich jetzt auch nicht. Es schmeckt auf jeden Fall nicht nach Spinat, das ist wahrscheinlich eher für die Optik da. Und so schön Ricotta wie Galvani-Ricotta, wie ich nochmal sagen muss, schmeckt man jetzt auch nicht. Aber da ist einfach so eine, ja, also in, die Füllung ist jetzt nicht, wer weiß wie spektakulär, muss man auch sagen. Aber insgesamt ist das jetzt auch kein, wer weiß wie spektakuläres Gericht. Aber ich finde es einfach in seiner Einfachheit lecker. Und gerade wenn es mal schnell gehen muss, kann man es machen. Es sieht schön aus und es schmeckt halt. Es ist auch noch halbwegs bezahlbar, gerade wenn man hier solche Eigenmarken kauft. Und ich bin damit sehr zufrieden. Was ihr besonders gerne esst aus dem TK, was solche Fertiggerichte anbelangt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Vielleicht werde ich was davon als nächstes probieren. Ich bin gespannt und danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.